Nastrov hier, meine lieben Freunde. War das Russisch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir sind jetzt in Russland angekommen. Ich hoffe, es läuft besser wie in der letzten Folge. Herzlich willkommen zu Folge 4. Folge 4 müsste das sein. Von Formel 1 Koop mit Chris. Hi. Hi. Es ist soweit. Wir sind in Russland. Wir haben, wenn es jetzt im Übrigen regnet, ist es gescriptet. Auf geht's. Folge 4. Die letzten Folgen kamen echt gut an bei euch. Freut mich. Heute ist bei uns Freitag und ich habe jetzt Ferien anderthalb Wochen. Oh. Woo. Das heißt aufnehmen. Das heißt, der Vorschlag von gestern steht immer noch im Raum, Keno. Ja, jetzt das Wochenende ist schwierig. Ich rede ja auch von nächste Woche. Nicht Wochenende, kann Wochenende kann es auch sein. Es kann auch in der Woche sein, ist mir scheißegal. Ja, aber wenn, dann wäre es nächste Woche schon besser. Ja, so, Russland! Jetzt anderthalb Wochen Ferien, deswegen. Russland, oh, nicht so meine Lieblingsstrecke. Aber im Qualifying regnet es nicht. Im Qualifying regnet es nicht, nee, aber im Rennen regnet es. So, Chris ist schon mal voll da, direkt vor mir. Es ist schon Folge 4, Leute, das ist total krank, oder? Wir nehmen ja gleich noch eine Folge auf, dann ist es schon die Jubiläumsfolge, diese kleine Mini-Jubiläumsfolge. Bis 22 Uhr hat der Chris Zeit, das heißt, wir werden uns nachher irgendein Pay-Per-View nochmal reinziehen, auf den er Bock hat. Und dann werden wir die Tage irgendwann eventuell... Nicht so lang geht. Was denn? Ein, der am besten nicht so lang geht. Ich dachte, wir gucken jetzt WrestleMania. Nein. Ja, wir gucken jetzt nochmal so 5-6 Stunden Pay-Per-View am besten. Aber so 2 Stunden hast du ja wohl Zeit. Und dann noch eine Stunde für Review. Denn, kurzes Announcement mal kurz. Wir wollen jetzt auch, weil wir haben das ja schon mal zu WrestleMania gemacht, Reviews machen. Und dann machen wir das... Wow, Vettel, was bist du so langsam? Ich wollte gerade sagen, leckt der bei mir oder wieso bleibt er einfach stehen? Wollen wir jetzt auch zu alten Pay-Per-Views mal ein paar Reviews machen, einfach nur weil es lustig ist. Und ja, ziemlich nice. Chris, was hast du hier zu dieser Strecke zu sagen? Bist du irgendwie... Hast du keinen Bock drauf? Ich habe noch schlechte Vorahnungen aus dem Stream. Früher. Ja, gut. Ja. Frühstart und alles andere. Ey, eigentlich muss ich Russland echt geil finden, ne? Bei Russland war das erste Rennen, was ich im Stream gewonnen habe, also von dem her alles easy. Ich hab DRS-Zone komplett verkackt. Echt? Ich bin die halbe DRS-Zone ohne DRS gefahren. Ja, geil. Ach, denkst du auch, brauch ich nicht. Ich hab Mercedes, brauch ich nicht. Nee, ich musste jetzt ja aus der letzten Folge ein bisschen was gut machen. In China lief's jetzt ja nicht so. Ja, ich nicht. Ich habe jetzt 2 Siege hintereinander, waren das, glaube ich, oder? Ja, du hast Bahrain gewonnen und du hast China gewonnen. Bahrain bin ich Zweiter und China bin ich. Habe ich zwar beendet, aber nicht um die Punkte. 13. warst du dann, glaube ich. Auf jeden Fall nicht in die Punkte. Das ist jetzt wieder so lange her. Letzten Sonntag machen. Letzte Woche, ja? Vorletzte Woche Sonntag. Vorletzte Woche Sonntag. Vorletzte Woche, ja, mehr. Genau. Mal eins mehr gespielt. Wir müssen ja auch noch mal Pro Club aufnehmen. Du musst? Ja, wir haben nur noch 2 Folgen auf. Nur noch 2 Folgen auf Tasche. Marcel kommt heute Abend. Ja, ich bin für eine Folge. Eine Folge werde ich mir antun, mindestens. So, auf dieses Thumbnail kommt im Übrigen Wladimir Putin, Leute. Muss sein. Absolut. Es ist halt Russland, ne? Absolut Wodka. Was? Alter, war das nicht. Ja, der war echt scheiße. Chris, du hast Ferien. Was hast du so vor den Ferien? Zu Hause sitzen? Zu Hause sitzen? Ich bin schon wieder die Pole, Chris, ne? Ich bin Zweiter. Ich bin eine Millisekunde. Nicht eine Millisekunde, eine Sekunde, nicht eine Millisekunde. Ich und Zahlen, wir kennen's ja. Aber Platz 2 für mich, also noch alles easy. Obwohl er die DRS gerade verkackt hat. Jetzt habe ich Button um meine bessere Zeit gebracht. Button, wie kannst du mich angreifen auf einer... Wie kann Button mich im Topspeed angreifen? Hallo.
Das ist unlogisch. Ich glaube, das haben wir in den Einstellungen so gemacht. Geht das nicht, dass dann irgendwie alle Autos gleich schnell sind? Das wäre aber ein bisschen unlogisch. Ich weiß es nicht. Ist aber etwas komisch. Naja, aktuell wäre es halt wieder eine Doppelpole, ne? Ich glaube, die gab es in China auch und dann habe ich einen Platten bekommen. Danke, Team. Also, aber Russland ist an sich, wenn man das so sieht, ne, doch relativ cool eigentlich, wenn man da richtig schön viel Gas geben kann. Viele Geraden, also... da bin ich ein bisschen angeditscht jetzt gerade mit dem Reifen. Glück, dass der nicht abgefallen ist. Dem traue ich auch zu, dass der abfällt, der Reifen. Ich kriege eine Verwarnung, aber meine Zeit bleibt und dadurch habe ich jetzt gefühlt scheiße Zeit gemacht. Obwohl Button die doch verkackt hat, hast du doch gerade gesagt. Ja. Ich habe zwar meine Zeit verbessert, aber ich bin nicht an dich rangekommen. Da komme ich auch ansatzweise nicht ran. Okay, gut zu wissen. Also da wirst du wohl relativ safe auch in diesem Rennen die Pole haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen wollen wir dann eigentlich aufnehmen, ich weiß es nicht. Vom Formel 1 nehmen wir jetzt nur die eine auf. Reicht ja eh wieder. Nee, wir haben keine mehr. Ja, dann nehmen wir die auf, die kommt am, weiß ich nicht, wann du die rausbringen willst. Mittwoch, denke ich. Und dann nächsten Freitag können wir wieder aufnehmen. Oder keine Ahnung. Also heute kommt Pro Club. Heute kommt der zweite Part von Pro Club. Ich könnte in die Box fahren. Dann würde Samstag. Heute kommt der zweite Part von Pro Club. Dann würde Samstag. Weiß ich nicht, was kommt. Ist das die Box? Ist das die Box? Ja, das ist die Box. Vielleicht Isaac oder so. Mal gucken. Also, wir nehmen jetzt hier die Folge auf. Dann. Ich weiß nicht, was dann? Du hast bis 22 Uhr Zeit, ich habe auch noch Zeit und Lust. Ja, dann hier nach das mit den Review-Ding da machen, was du gesagt hast. Dann müsste man sich aber vorher ein Pay-Per-View angucken. Ja, ich habe wie schon gesagt bis 22 Uhr Zeit, es ist jetzt 16.21 Uhr. Na gut, dann lass uns nach dem Part hier irgendein Pay-Per-View angucken. Schön, wenn man wieder zu Hause ist. So. Ich glaube, wir können das jetzt hier abbrechen. Weil ich werde eh nicht besser sein als Chris und ich werde wahrscheinlich Zweiter bleiben. Boah, 2 Sekunden schneller? Ja, du warst ganze 2 Sekunden schneller. Das ist schon erstaunlich. Meine Rosberg-Journey ist in Gefahr. Die ist in richtig großer Gefahr, meine Lieben. Gefällt mir gar nicht. Ich habe in Folge 1 so geruled, ne? Und seitdem ist einfach gefühlt keine Chance mehr. Schlimm. Wuff, wuff, wuff. Warte mal kurz. Nein. 10 Sekunden noch, ne? Ja, 15. Ja. Ah, easy going. Okay, bin da. Alles cool. Guck mal, wie schönes Wetter wir im Moment haben. Ja, noch. Es wird gesagt, dass es wolkig bleibt. Aber nicht regnet, ja? Es soll nicht regnen. Okay. So, ich vertraue jetzt nochmal, in diesem Rennen vertraue ich jetzt nochmal meiner Crew. Also, ja, was willst du sonst machen? Stellst du dich da allein hin und wechselst allein die Reifen?
Ja. Steigst aus dem Auto, wechselst den Reifen einzeln. Wir könnten auch Rocket League theoretisch aufnehmen, wenn wir es eh schon spielen. Aber ob das dann gut ist? Könnten wir. Da hast du sogar recht. Da habe ich nie dran gedacht. Also von dem her, macht euch auf ein Pay-Per-View-Review und eine Folge Rocket League gefasst. Dann haben wir sogar für die Woche easy going noch was da. Also alles easy. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Rennen. Russland, Qualifying Zweiter, weil wir Dritter geworden. Ricardo ist Dritter geworden. Es war ja tatsächlich so, um mal kurz hier den Klugscheißer zu spielen. Ich habe ja tatsächlich auf Sky das zweite oder das erste freie Training gesehen. In der Wiederholung versteht sich, weil ich war zu faul, so früh aufzustehen. Und da war ja grundsätzlich teilweise 40 Minuten überhaupt nichts los, weil durch das schlechte Wetter da in China war es nicht möglich, einen zu Not benötigten Rettungshubschrauber dort landen zu lassen. Ach so, und ja. Deswegen durften die dann nicht fahren. Also war ziemlich langweilig. Haben die Kommentatoren einfach nur dumm rumgequatscht? Ja, die haben halt Interviews geführt in der Box und so, ne, mit Ricardo und Hamilton hat gesnapchattet, glaube ich. Vettel wahrscheinlich auch. Ja. Ich fahre im Übrigen nicht mehr, das macht er schon automatisch. Ja, Leute, heute ist es, ich weiß ja nicht, wann die rauskommt, die Folge, also irgendwann die Woche auf jeden Fall, aber heute, laut Aufnahmezeitpunkt, ist es raus. Donald Trump führt Krieg. Gefühlt führt der Krieg. Aber wir hoffen mal, dass wir davon beschont bleiben. Einführungsrunde vorbei und jetzt werde ich den neben Chris so hart wegziehen, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ich ziehe einfach nach rechts beim Start und werde dich sowas dann in die Wand drängen. Ja, und dann bist du auch kaputt. Na und? Du kriegst keine Punkte, ich bleib vor dir. Keine Rosberg-Journey, sie da fehlt. Noch ist die Rosberg-Journey möglich, noch ist sie possible. Wir müssen das irgendwann mal in der nächsten Folge oder so müssen wir das mal ausrechnen. Ab wann wäre es denn nicht mehr möglich, theoretisch? Ich ausrechne. Oh, da habe ich gut gekuppelt eigentlich. Chris bleibt vorne, Ricardo kommt an mir vorbei, wie auch immer. Chris bleibt vorne, jetzt kommen die ganzen Ferrari, alle kommen an mir vorbei, was ist da los? Das Wichtigste ist natürlich erstmal, Chris bleibt vorne. Ja. Ich frage mich nur gerade, wie das möglich sein konnte, dass die alle an mir vorbeigezogen sind. Hast du schon auf Fett gestellt am Anfang der Runde? Nee, mach ich gleich. Das haben alle gemacht. Ach, ich hab deswegen. Das gemacht, Ricardo hat das wahrscheinlich gemacht, sonst wäre ich jetzt nicht so weit vorne. Bei Mercedes kannst du dir merken, du kannst direkt auf Fett schalten. Okay. Weil ich habe mich dezent gewundert, warum auf einmal Ricardo so bam an mir vorbei konnte. Boah, die Kurve habe ich nicht gut genommen. Oh, das fällt natürlich noch in der ersten Runde relativ weit aneinander dran. 13 Runden. Einer ist komplett abgeschlagen. Ich würde gerne wissen, wer das ist. Sehen wir ja dann. Irgendwann. Wie das aussieht. Alter, das ist krank, wie Chris wegzieht. Das ist abnormal. Ja, wow. Alle Fahrhilfen komplett an. Ich fahr gar nicht, ich hab den Controller weggelegt und lass den Bot für mich fahren. Aber zum Pro-Bot natürlich. Ja klar, hat er extra installiert, Mod und so. Ja, ich checke. Ey, das kann doch nicht sein. Rosberg wechselt nächste Season. Geil, 10 Sekunden Zeitstrafe, nice. Hä, wieso? Wieso? Anscheinend bin ich angeblich ein kleines bisschen mit dem Reifen über die Beschränkung gegangen. Oh Gott, geil. Nein, das ist ja Russland. Russland sind die übertriebenen Streckenzeichnungen. Dankeschön, Spiel. Ja, so, damit ist der erste Platz schon mal nicht möglich. Dritter wäre noch möglich. Der erste Platz ist absolut nicht möglich, wenn ich jetzt schon wieder drei Sekunden vor dir bin. Geil, ey. Zack, wieder eine Zeitstrafe bekommen. Ich sag ja, die ganze Formel 1 ist gegen mich. Die wollen irgendwas gegen meine Rosberg-Journey machen.
Gleich wird so, ja, ich hab ein paar Leute bestimmt. Alternative Strategie, was wollen die denn von mir? Der Wagen hinter dir hat eine Zeitstrafe erhalten. Kämpfe nicht um deine Platzierung, wir wollen keinen Ausfall riskieren. Oh, danke Team. Ich bin 4 Sekunden vor Ihnen und ihr wollt keinen Ausfall riskieren. Ich lasse ihn jetzt vorbeiziehen, okay Team? Wir behalten mal die Strategie. Der Team hat wahrscheinlich gerade die beste Strategie, die man nehmen kann. Ich traue meinem Team nach China nicht mehr. Aber du bist nicht der Einzige mit der Strafe. Nee, wer noch? Magnussen hat das Stop-and-Go-Strafe kassiert. Ja, geil. Jetzt ist es einfach nur das Ziel, auf 2 zu bleiben, um da eventuell zumindest noch Punkte rauszuholen. Boah, guck mal, wie weit die da hinten sind. Alter. Boah, das ist echt hart. Also, nächstes Rennen und wieder Pech für Rosberg. Hamilton ist absolut am Gewinnen. Weil ich ganz, ganz kleines bisschen über die Streckenbegrenzung gefahren bin, ne? Das ist echt lächerlich. Noch 10 Runden. Melden wir gleich, wenn wir einfach beide gleichzeitig in die Box. Vor allen Dingen. Ist ja egal, du bist ja endweit vor mir, also du wirst ja safe vor mir rauskommen, also das ist ja nicht das Ding. Vor allem. Ist schon geil, oder? Pass auf, das wird so enden. Ich werde nur diesen einzigen Sieg da in Australien werde ich feiern. Naja, Sieg ist Sieg. Ja. Guck mal, bei Vettel wird es mit Pech nicht anders sein. Er hat jetzt in Australien gewonnen und was jetzt? Okay, ich soll jetzt in die Box fahren. Okay, ich gehe nämlich nächste Runde. Mach hin, ich will dich nicht überrunden müssen. Wie überheblich er wird, weißt du? Der junge Cocky. Nachbarin weiß ich, dass ich dich generell besiege anscheinend. Jetzt wünsche ich dir so einen Ausfall. Da rein war schon ein geiles Rennen. LOL, ich hab einen Reifenplatzer. Ja! LOL. Oh, scheiße. Und ich dachte gerade allen Ernstes, ja, jetzt hat er echt einen Reifenplatzer. Und ich bin 17, 18, 19. Oh, du bist so schnell wirst du, so schnell wirst du älter? Boah. 20. Du bist 17, 18, 19, 20. Guck mal, du hast immer noch Abstand auf 21 und 22. Ey, hallo. Übernächsten Monat werde ich 20, hallo. Was schenke ich denn wieder? Musst du nicht. Ich weiß schon was. Nix. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir wünsche. Das ist mein Problem. Ich weiß, was ich dir schenke. Ich weiß, ich schick dir das T-Shirt zurück. Das ist so eine richtige Ansage. Du schenkst mir eine 20 Euro Paysafe Card. Grüße gehen raus an Dian. Der hat dich absolut schon wieder verstoßen. Was? Der hat dich absolut verstoßen. Ist jetzt schon wieder 4 Monate her. Ja. Also das ist schon stark. Ich meine, ist ja nicht das Ding, ne? Er hat ja auch gesagt, so nach Weihnachten hat er wenigstens eine Nachricht geschrieben, von wegen, ich schaff's. LOL! Ericsson! Boah, nicht mit mir, Ericsson, ey. Ich hab schon 10 Sekunden Schaltschrank. Nicht bei dir an. Los, los, los! Oh nein, jetzt bin ich überholt. Weißt du, ich weiß gar nicht, warum ich mir so hart den Arsch aufreiße. Ich habe ja schon eine 10 Sekunden Zeitstrafe. Ich komme trotzdem noch mega weit vor dir raus. Ah, alles klar. Oh nein, ich komme mitten im Feld raus. Das wird jetzt ekelhaft. Okay, ich denke einfach rein.
Ich danke, bin Platz 19. Oh nein, Button. Ah. Komm schon, relativ weit vorne zumindest landen. Das ist jetzt mein Ziel. 23,7 Sekunden bin ich hinter dir, ey. Oh! Wow. Das hat weh getan. Komm, bau mal ein bisschen Bullshit. Ja, hab ich gerade. Ich bin fast komplett weggeflogen. Das war ein halber. Komm, mal ein bisschen Bullshit fürs Team. Fürs Team gewinne ich jetzt. Für deinen Teamkollegen. Nee, für den gewinne ich nicht. Nee, für den sollst du Bullshit bauen. Ich war gerade richtig ordentlich hinter Raikön. Ich bin hinter NASA, Platz 18. Hinter der NASA? Hinter der NASA, mhm. Fliege ich jetzt ab morgen hoch. Alter, NASA! Mach mir halt zu! NASA. Macht er mir zu, ey! Wollte ich schön rechts überholen, macht er mir zu. Matta und Raikön haben richtig Bock, langsam zu fahren anscheinend. Macht denen voll Spaß. Wollt ihr nicht in die Box fahren? Oh, Matta fährt in die Box. Nett von dir, Matta. Ja, ich habe aber noch ein paar Runden, zumindest um in die Punkte zu kommen. Wir überholen jetzt ja auch ein paar Leute aufgrund der Box. Also alles easy. Fahren aber bitte noch nicht in die Box. Ich bin gerade zu da. Oh, jetzt Axel muss ich abbremsen, weil der mich nicht vorbei nimmt. Hast du eine Strafe oder irgendwas? Jetzt bin ich 10. Hab im Übrigen aktuell einen Punkt. Hab ich nicht. Mit der Zeitstrafe hätte ich, glaube ich, keinen. Ich bin jetzt Zweiter, ich habe keine Strafe. Wieso? Nee, weil die Frage... Doch, ich habe eine Strafe. Ja? Dich als Teamkollegen. Verdammt. Aktuell Platz 10. Ey, du kannst dich nicht beschweren, ne? Ich bin Erster geworden in Australien. Beschwer dich nicht. Ich bin Erster geworden in Bahrain und China. Und gerade bin ich Zweiter. Ja, ja. Ja, komm, komm. Ich habe China auf dem ersten Platz mit komplett zerstörten Frontflügel zu Ende gefahren. Also ja, du hast auch einfach einen besseren Wagen. Was weiß ich, was sie dir für Upgrade schon gegeben haben. Mir nicht. Alle. Die Rosberg Journey wird gestört von dem Team. So, schön an Parma jetzt vorbeiziehen. Parma macht keinen Bullshit. Ich habe Verstappen überholt. Erster Platz. Gelbe Flagge. Oh, cool. Lol, da hat sich einer gedreht, deswegen gelbe Flagge. Ich weiß nicht, wer es war, Guterres, glaube ich. Aber grüne Flagge. Okay, die fahren in die Box. Ich bin mit Abstand wieder mal. Guck mal, wie cocky er ist, ne? Wie du einfach... Warte, du wirst jetzt Zweiter dadurch. Ja, bringt mir nichts, ich hab 10 Sekunden Zeitstrafe. Na und, wenn du jetzt schnell wegfährst, die sind gerade alle in der Box, du wirst in den Punkten landen, wenn du so weiterfährst. You're just Team sexy girl. Sexy girl! I make your ankle hurt. Ankle hurt! Geiler Song. Wie ich tagelang davon einen Ohrwurm hatte. Schlimm, ey. Schlimm. Engel. Der neue Raw GM, ey. Was ist da los, Nüde? Was will ich jetzt aber wirklich in jeder Show bringen? Immer wieder. Bei WrestleMania. Wir haben noch ein viertes Tag-Team. Bei War. No Open Challenge. Wer wird unser Gegner sein? Und dann kam erstmal die Revival raus, göttlich. Weißt du, was das Problem ist? Jetzt, wenn die alle ins Main-Roster kommen, wie hat Triple H noch da unten? Wie hat Triple H noch bei NXT? Ja, oder? Ganz ehrlich. Okay, für die Tag-Teams, er hat im Moment Sanity. Das ist so eine Wyatt-Family in der Art. Ja, gut. Für Championship hat er im Moment, Bobby Roode. Das reicht auch. Und für Women hat er im Moment immer noch Asuka, also... Er ja, hat aber immer wen, noch ausgesorgt. Wen stellst du gegen Bobby Roode? Wirst du ja jetzt bald sehen. Es gibt immer noch Leute wie Norm. Hey,
Bronze. Schreibt's mal unten in die Kommentare, was glaubt ihr, was wir Triple H schon mit NXT erreichen? Werden vielleicht neue Signings kommen aus irgendwelchen Independent Ligen, wovon ich mal stark ausgehe? Dann hat er den Japaner jetzt, den neuen Tian Wang oder wie der heißt. Ja. Und was glaubt ihr im Übrigen, ist es jetzt im Übrigen tatsächlich das letzte Mal, dass wir den Undertaker gesehen haben bei WrestleMania, oder glaubt ihr tatsächlich, sie ziehen das durch und lassen ihn nur mit dem Biker-Gimmick dann nochmal auftreten, wenn er irgendwie seine Hüft-OP hatte oder so, oder war es das jetzt tatsächlich? Also ich würde es besser finden, wenn es jetzt tatsächlich das jetzt mal war, ne? Weil das war eigentlich... Ich würde es absolut nicht besser finden. Nicht? Digga, von Wayne retired zu werden. Aber du weißt schon, dass Undertaker ist einer von der alten Schule. Ja, okay, und, aber dann soll er die sagen Match immer, du Du, nein, die sagen ja immer, wenn du von der alten Schule kommst, du Shawn Michaels, Undertaker und so, du verlässt die Company auf dem Rücken, um ein anderes Talent overzubringen. Na gut, okay, Shawn Michaels ist jetzt die Ausnahme, weil den Undertaker brauchst du nicht overbringen, aber sonst. Und das hat der Undertaker dezent geschafft jetzt. Und der Undertaker ist jetzt auch einfach mal, der ist schon gefühlt 60 Jahre alt. Der hat jetzt auch einfach mal seine Ruhe verdient. Also ich würde jetzt schon sagen, nächstes Jahr Hall of Fame und fertig. Er hat mehr als 2000 Matches und davon hat er 70% gewonnen. Ja, also. Achso, kleine Fakt. Ich hab gerade auf Facebook geguckt und so gesehen. Ja, während der Fahrt natürlich. Und hab während der Fahrt auf Facebook geguckt. Und auf jeden Fall habe ich so gesehen, Natalia hat jetzt bei WrestleMania 33 ihr 40. WWE Pay-Per-View Match bestritten und ist damit die Women mit den meisten Pay-Per-View Matches für WWE. Natalia? Ja. Die hatte bei WrestleMania ein Match? Die war in dem SmackDown Championship Match. Echt? Ja. Das war doch... Hä? Natalia gegen Becky Lynch, gegen Carmella, gegen Alexa Bliss, gegen Mickie James, gegen Naomi. Wie ich eiskalt Natalia nicht mitbekommen habe. Ich habe Seif gesehen, ich habe eiskalt Carmella Natalia auch nicht gesehen. Oh, Carmella? Hab ich gesehen. Carmella sah heiß aus. Caramella. Hashtag Elimination Chamber. F-A-B-U-L-O-U-S, yeah. Was hältst du davon, dass Bayley ihren Titel verteidigt hat? Bei Mania jetzt? Mhm. Fand ich okay. Weil dann meinst sieht du, der... Meinst du, Emma einen Run geben? Meinst du, die werden jetzt Emma einen Run geben? Als Women's... Nee. Nee. Nee? Nee. Das glaube ich nicht. Weil ihr neues Gimmick da, Amberlicious oder wie das da war, ist ja voll in die Hose gegangen. Und jetzt haben sie Emma ja mit der alten... Jetzt haben sie da die alte Emma wieder zurückgebracht. Und für mich ist Emma kein Champion. Keine Championess. Ja. Oder was hältst du davon? Finn Balor sagt, als er den Titel verletzungsbedingt abgeben muss, das erste, was ich machen werde, ist für den, um den Titel zu kämpfen. Mhm. Jetzt kommt er wieder und Brock Lesnar als Champion. Ja, gut. Das sieht man einfach mal, dass die WWE immer wieder nicht daran gedacht hat, dass es auch Long-Term-Booking heißt. Ne? Ich habe es ja in den Predictions zu WrestleMania schon ziemlich oft gesagt. Aber gut. Egal. Jetzt sind wir ja sowieso mal gespannt. Also am Ende soll es ja sowieso bei WrestleMania 34 soll es jetzt ja am Ende sowieso Brock gegen Roman geben. Und mit davon gehe ich mal sehr stark aus. Mit Rollins Cash-In. Nee, SmackDown kriegt ja Money in the Bank. Also absolut nicht möglich. Was sagst du eigentlich zu dem Shake-Up? Zum Superstar-Shake-Up? Oh, ich find's scheiße. Soll ich dir sagen, was ich denke, was passieren wird? Mhm, dass AJ Styles zu Raw geht. Die werden die Hardys trennen. Trennen, ja. Trennen. Das bei den Einzel-Dings kriegen. 1-1. Dann werden die Nakamura direkt rüberholen. Nee, glaube ich nicht. Denke ich ja, aber okay. Ja, ist okay. Erzähl weiter. Dann die guten Sachen finde ich, dass wirklich Zane, Cesaro oder so wirklich SmackDown können. Könnten. Das wollten die ja. Könnten. Ja.
Und ja, ich weiß nicht, was mit Berg passieren wird. Ja, für ihn würde ich schon Lugis zu Wort bringen. Was? Ja, du würdest AJ Styles zu Raw bringen. AJ Styles gegen Finn Balor, AJ Styles gegen Seth Rollins. Schon mal zwei Hammer-Matches. AJ Styles gegen Nakamura. AJ Styles gegen. AJ Styles gegen Samoa Joe. Weißt du? Da kann man so viel draus machen. Ja, aber AJ Styles hat doch gesagt, er will nicht zu Raw. Hat er doch bei SmackDown extra gesagt. Und ich glaube ihm das sogar. Meinst du allen Ernstes, Vince scheiß drauf, was AJ Styles will und sagt, ja, du kommst zu Raw? Ja, ja. Boah, das wäre aber ein ziemlicher Schlag in die Fresse für AJ Styles. Absolut. AJ Styles gegen CM Punk, oh. Der kommt schon noch wieder. Der lässt sich nochmal jetzt vom Börfer verprügeln und dann kommt er wieder. Takeover ist ja jetzt bald mal wieder. In Chicago, ich weiß. Backlash. Ja, vor Backlash. Am Samstag. Aber Triple H. Ja. Bei Armor Triple H. Ja, CM Punk Start bei Takeover. Stell mal vor, CM Punk geht einfach zu NXT. Ich würde absolut nur NXT gucken. Ich würde absolut lachen. Und wird absolut, dann ist er irgendwie in so einer richtigen, dann ist er so ein Jobber. Absolut. Nur bei Triple H hast du bockt. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, ne? Sag ich jetzt schon mal zwei Runden vor Schluss. Ey, es kann leider alles passieren. Ich habe schon so eine Rennen weggeschenkt. Schenkst du mir den Sieg? Es würde nichts bringen. Ich habe 15 Sekunden Abstand auf dich und 10 Sekunden Strafe, da müsste ich hinter Vettel und hinter dem dritten, und hinter dem vierten. Machst du das für mich? Nein. So richtig erst überlegen und dann einfach nur so nein. Einfach nur nein. Aber warum versuchen wir jetzt? Nein. Lol. Mal sehen, was der Shake-Up so macht. Also du gehst echt davon aus, dass die AJ Styles Rowan und Nakamura auch direkt drüber knallen, ja? Ich denke, also einen von beiden werden die wahrscheinlich holen. Ja, aber wenn dann AJ Styles, warum sollten sie Nakamura rüber knallen, wenn Nakamura erst letzte Woche jetzt limitiert ist? Oder die Woche, jetzt die Woche. Wieso nicht? Was hätte denn Nakamura, der das Debüt gebracht? Er hatte kein Debüt-Match, er hat einfach nur gezeigt, dass er da ist. Ja. Mal sehen, was passiert. Also die Women werden wahrscheinlich ein bisschen geshakert. Ich denke mal, dass Sasha Banks zu SmackDown kommt. Oh, das würde ich so feiern. Sasha Banks gegen Alexa Bliss zum Beispiel. Oh nein, aber dann soll Bailey, sag ich schon. Becky soll dann bitte bei SmackDown bleiben, bitte. Oh, ich sag's dir, sowas von wird Chris Jericho rübergebracht zu SmackDown. Das wäre so geil. Im Übrigen, Chris, wir hatten noch bei der Prediction sogar noch gesagt, Chris Jericho macht bei WrestleMania Pause, absolut nicht, er ist bei Payback. Er ist auch bei Payback, ja. Er ist auch auf dem Poster von Payback. Also, so viel zum Thema, er macht dann nach Pause. Ein Rematch bekommen. Er wird wahrscheinlich Das verliert er dann und dann ist gut, glaube ich. Und dann wird er erstmal gehen, bis er dann nach Payback wieder. Ich habe glaube ich sogar gesagt, er kriegt ab Payback wieder einen Vertrag. Vielleicht hat er ja seinen Vertrag schon verlängert und irgendwie ist da dann schon eine Pause zwischen eingebucht oder irgendwie sowas. Ja, wird's auch sein. Chris Jericho hat. Die Tour geht ja glaube ich auch noch einen Monat. Ja. Aber Chris Jericho, muss man ja einfach sagen, hat den Run seines Lebens, ne? Absolut. Grand Slam Champion. Übelst overgebracht. Er bringt eine Liste over. Er bringt ein Stück Papier over. Er hat schon eine Pflanze overgebracht. Mitch. Und seine Jacke. Das war die Pflanze von Ambrose, von dem Ambrose Asylum. Von der Top-Runde da, von seinem. Weißt du? Okay, aber behalte die Lücke, weißt du? Ja? Genau, mein Team dazu, behalte die Lücke zu deinem Hintermann einfach so bei. Wir glauben, er hat eine Zeitstrafe. Ihr glaubt? Ich dachte, wir sind in einem Team. Was ist da los? Ich sage es, Team ist gegen mich. Absolut.
Ich könnte jetzt einfach stehen bleiben und dich vorbeiziehen lassen, ich gewinne trotzdem. Mach mal, nur dass ich als Erster durchs Ziel komme. Okay. Du Arsch. Gerade hat er noch ganz kurz Hoffnung. Egal, theoretisch sind wir Zweiter geworden, alles easy. Mal sehen, auf welchem Platz wir dann am Ende sind. Ich sag Vierter. So, eigentlich sind wir jetzt Dritter. Ey, wir sind Dritter geworden, nice, Podium. Trotz der 10 Sekunden Zeitstrafe, geil. Nice. Konstrukteursweltmeisterschaft, einfach 35 Punkte vom Hintermann. Ey, schick! Und wir sind auf Platz 3 in der WM mit 17 Punkten hinter Chris. Das heißt, wir müssen theoretisch nur Zweiter oder Erster werden und Chris muss einmal verkacken. Und dann haben wir es. Und Konstrukteurs-WM haben wir gefühlt schon Konstrukteurs-Weltmeister. Sehr, sehr geil. Ich weiß noch nicht, was in der nächsten Folge auf uns zukommt. Wir gucken jetzt noch schnell, was für ein Rennen in der nächsten Folge kommt und dann ist der Part vorbei. Ach, gucken wir jetzt noch. Gut, dann gucken wir jetzt noch. Ja gut, dann gucken wir jetzt noch. Es ist Spanien. Spanien ist scheiße. Naja, okay. Ist dann aber so, am Ende sind wir noch Dritter geworden, trotz 10 Sekunden Zeitstrafe. Das heißt, wir sind der beste Rennfahrer der Welt. Das war's mit Folge 4. In Russland, wir haben Putin besucht, es war alles easy. Ach komm, Chris. Ne? Chris zählt nicht. Chris wird nämlich von einem Bot gesteuert. wir haben so ein bisschen kleinen Wrestling-Talk gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, obwohl ich wahrscheinlich auch wieder die Dinger ausmachen werde. Aber ihr wisst, was ich meine. Haut rein. Bis dann. Ciao.